Herzlich willkommen zu diesem Video. Du möchtest wissen, worauf du bei der Wahl einer Agentur achten sollst, dann bleib hier auf jeden Fall dran und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe mir wie immer den Saad Sharma an meine Seite geholt. Bevor wir jetzt zum Video kommen, lass uns auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Und wir möchten heute darüber sprechen, worauf solltest du achten, wenn du dir eine Agentur suchst. Wir haben das Jahr 2024, ist jetzt ungefähr zur Hälfte rum. Und man muss fairerweise sagen, das Thema Internetagentur ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Also es gibt ganz, ganz viele Agenturen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Der Markt ist gewachsen, was an sich auch gut ist. Aber natürlich für die Fachhändler stellt sich dann so ein bisschen die Frage, worauf soll ich jetzt bei meiner Agentur achten? Ja, der Preis, muss das Ganze günstig sein und, und. Und wir möchten dir heute mal so ein paar Denkanstöße an die Hand geben, tatsächlich auch einfach aus eigener Erfahrung, weil klar, wir sind selber eine Agentur, wir haben selber unsere Erfahrungen gemacht. Aber wir haben natürlich auch mit unseren Kunden über andere Agenturen gesprochen, zwangsläufig. Und da sind immer wieder so ein paar Sachen aufgefallen, auf die man einfach achten sollte. Denn unterm Strich steht, glaube ich, eine Sache fest. Also letzten Endes sucht man sich eine Agentur, um Geld in die Hand zu nehmen, um meistens wahrscheinlich Neukunden oder Mitarbeiter zu gewinnen. Und es macht da, das schon mal vorweggenommen, es macht keinen Sinn, irgendwie 200 Euro zu sparen, mit dem Ziel nachher dadurch 200 Euro mehr Gewinn zu haben, sondern du bezahlst diese 200 Euro einfach gesagt mit Leistung deiner Agentur, der Experten, die du da letzten Endes beauftragst. Und es bringt uns auch schon zum ersten Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Tatsächlich ein Realbeispiel, was ich so schon dutzende Male gehört habe. Guck dir an, wie deine Agentur selber ihre Kunden gewinnt. Das letzten Endes liegt es auf der Hand, aber ich sehe trotzdem jeden Tag, dass das falsch gemacht wird. Du bezahlst jemanden dafür, dass er für dich nachher Online-Werbung macht. Das Logischste von der Welt sollte sein, dass diese Agentur für sich selber Online-Kunden gewinnt. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich schon direkt sagen, Finger weg davon. Ja, das ist genauso, wie wenn du eine Agentur für SEO suchst. Also SEO letzten Endes Suchmaschinenoptimierung. Wenn diese Agentur nicht auf Seite 1 bei Google zu finden ist, unter dem Begriff von mir aus SEO-Agentur, lass die Finger davon. Die Leute wissen nicht, was sie da tun. Oder sie wissen es wahrscheinlich schon oder sie wissen es vielleicht schon, aber sie wenden es nicht in der Praxis an. Sie kriegen es ja nicht auf die Straße letzten Endes. Und wenn du dir eine Agentur suchst, wie zum Beispiel die A&M, die ja online für dich Anfragen generieren soll, im Neukundenbereich, im Mitarbeiterbereich, dann guck dir auf jeden Fall den Werbeauftritt dieser Agentur an, mach die Agentur für sich selber Werbung im großen Stil. Findest du dazu Werbeanzeigen? Ich kann auf jeden Fall hier sagen, das ist, denke ich, auch kein Geheimnis, die A&M gewinnt den Großteil ihrer Anfragen ebenfalls über Facebook und Instagram-Anzeigen, also die wir letzten Endes auch für unsere Kunden schalten. Und das sollte schon mal das Nonplusultra sein. Wenn das nicht der Fall ist, ich will nicht sagen, dann weiß die Agentur nicht, was sie tut, aber auf jeden Fall betreibt sie nicht dasselbe, was sie dir letzten Endes verkauft. Und ich finde das an sich schon mal relativ fragwürdig. Der zweite Punkt, den ich hier mitgeben möchte, ist ganz einfach gesagt Track Record oder letzten Endes die Beweise, die das Unternehmen vorzuweisen hat. Also es ist immer ein bisschen so, wenn man jetzt in andere Bereiche guckt, die vielleicht schon etwas etablierter sind, da ist das gang und gäbe. Also ich will jetzt gar nicht von einem Lebenslauf oder sowas in der Richtung sprechen, aber eine Agentur, die dir letzten Endes was verkaufen möchte, die sollte ja im besten Fall irgendwie nachweisen können, dass sie in dem Bereich schon mal erfolgreich war. Ja, also wenn ich jetzt gezeigt habe, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, das 30. Küchenstudio bei mir und die 30 davor waren alle erfolgreich, wunderbar, dann habe ich hier entsprechend in diesem Bereich eine Expertise scheinbar aufgebaut und ich kann jetzt jemand anderem was verkaufen. Für dich als Person, die sich eben mit einer Agentur auseinandersetzt, musst du natürlich wissen, okay, was möchtest du genau? Also du bist jetzt meinetwegen ein Terrassendachhändler, der neue Mitarbeiter braucht, dann frag auf jeden Fall bei deiner Agentur danach, welche Erfahrung habt ihr damit, Mitarbeiter im Terrassendachbereich zu holen, zu rekrutieren. So, das ist jetzt kein hundertprozentiges Ausschlusskriterium, da würde ich das Kriterium Nummer 1 noch wichtiger gewichten, weil auch bei uns landen natürlich ab und zu mal Kunden, wo wir sagen, hey, ganz ehrlich, in deinem Bereich haben wir jetzt noch nicht super viel gemacht, aber wir trauen uns das zu, wir werden es trotzdem machen und dann funktioniert es in der Regel auch. Aber du solltest auf jeden Fall danach fragen, okay, was ist jetzt der Track Record in dieser Agentur? Wenn du jetzt bei gleichem Beispiel jemand bist, der Monteure für eben den Terrassendachbetrieb suchst und du hast da jemanden, der hat die letzten 5 Jahre Friseursalons voll gemacht, dann ist das schön, die wissen, was sie tun, aber die können dir vielleicht nicht helfen. Und die dritte Sache, die ich dir mitgeben möchte, die geht damit so ein bisschen Hand in Hand, das ist das Thema Transparenz. Weil unterm Strich, der Internetraum, das weißt du, denke ich, genauso wie ich oder wie wir, der ist ein Raum, wo man viel reden kann. Ich würde mir am besten auch immer irgendwas zeigen lassen. Ja? Das ist in der ganzen Handwerks- oder Fachhandelsbranche ist das noch nicht so etabliert, dieses Mindset, weil da ist es auch gang und gäbe, dass ich in eine Ausstellung komme, die Produkte angucke, sie anfasse. Wenn du eine Agentur suchst und die Agentur sagt dir, ja, das haben wir schon gemacht, dann lass dir das auch zeigen. So,
Am besten ist natürlich, wenn du eine Agentur hast, die ihre Kunden vor die Kamera zieht und sagt, oder Kunden vor die Kamera bekommen hat, die eben sagen, wie gut sie das fanden, dann hast du letzten Endes den Jackpot gewonnen. Aber lass dir meinetwegen durch Fallstudien, durch ein gutes Beratungsgespräch, durch entsprechende Testimonials, Referenzen, lass dir auf jeden Fall zeigen, dass das, was die Agentur da sagt oder erzählt zu sein, dass das eben auch stimmt, dass andere Leute das in Anführungsstrichen bezeugen können. So, das sollte auf jeden Fall dahinter stecken, weil dann kannst du dir relativ sicher sein, wenn jetzt jemand beispielsweise 20 Kunden oder so da Testimonials aufgenommen hat, die alle sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Partner XYZ gut war, kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass da auch was dran ist, weil sonst würde das einfach nicht passieren. So, wenn du die drei Dinge beherzigst, dann ja, hast du auf jeden Fall, denke ich, schon mal einen guten Schritt gemacht. Wie gesagt, Tipp 1 würde ich da als allerwichtigsten sehen, aber der Kollege hat jetzt noch ein bisschen mehr dazu vorbereitet. Eine kleine Ergänzung noch. Also ich weiß nicht, ob alle Zuschauer hier wissen, wie man denn ein Unternehmen richtig sucht. Aber also es gibt heutzutage Möglichkeiten, sowohl auf Google als auch Facebook und so weiter. Da eine Ads Library nennt man das. Da könnt ihr gerne mal suchen. Facebook Ads Library, Google Ads Library. Da kommen die passenden Links. Und dann kannst du auch das Unternehmen direkt suchen und siehst, welche Anzeigen sind online. Ist ja auch kein Geheimnis mehr. Also falls du das noch nicht wusstest, dann schau das, mach das gerne mal. Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, wenn man eine Agentur bucht, die hat ja auch irgendwie eine Daseinsberechtigung. Da musst du ja Geld in die Hand nehmen. Wir machen es ja auch nicht für umsonst. Und Nico hat da schon wichtige Punkte angesprochen. Aber einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach ist immer noch auch Ehrlichkeit. Das heißt, die Agentur kommt ja mit einem bestimmten Angebot auf dich zu. Und ich würde für mich selber erstmal ja realisieren, hat diese Agentur mein Unternehmen überhaupt verstanden und will mir hier was verkaufen? Und jetzt nenne ich mal ein paar Beispiele. Und ein Beispiel wäre natürlich, jetzt stell dir vor, ihr seid ein Drei-Mann-Unternehmen, gibt es seit 1,5 Jahren und Umsätze sind okay, aber halt für ein Drei-Mann-Unternehmen. Und er kommt und sagt zu dir, ja, du musst jetzt unbedingt in SEO-Marketing investieren. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber ich würde mir mal Infos holen darüber, ist SEO-Marketing für ein Drei-Mann-Unternehmen gerechtfertigt? Und eigentlich, wenn du diesen Kanal vielleicht verfolgst, dann sagen wir immer nein. Das ist etwas, was größere Betriebe machen sollten, die auf anderen Kanälen schon zum Beispiel aktiv waren und jetzt zusätzlich auf Google auch noch Werbung machen wollen. Und dann ist es empfehlenswert. Und allein schon dieses Offer, das ist es das richtige Offer für mich, das richtige Angebot. Da kann man schon die Hälfte eigentlich aussieben, weil es ist auch für so einen kleinen Betrieb auch LinkedIn-Werbung ist nicht sinnvoll und so einige andere. Und da muss ich sagen, das machen wir auf jeden Fall gut, weil es gab genug Gespräche, wo ich Kunden aktiv etwas ausgeredet habe, wo wir locker dran verdienen könnten. Wir hatten letztens erst ein Beispiel im Bereich Photovoltaikanlagen, wo ich gesagt habe, macht lieber kein LinkedIn, spart euch das Geld. Und diese Expertise, die sammeln wir auch nur, weil wir es selber getestet haben. Das ist auch wieder eine Ergänzung zu dem, was Nico gesagt hat. Ja, natürlich sollte die Agentur auch einen größeren Betrag selber an Werbeanzeigen investieren. Also wir sind ja auch jeden Monat sechsstellig unterwegs, nur für uns selber. Und man muss sich auch mit diesen Regionen auskennen, sozusagen, mit diesem Budget. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch wieder das Thema, hat diese Agentur eine Daseinsberechtigung? Und natürlich muss man jeder Agentur auch eine Chance geben. Also ich meine, wir waren ja auch mal nicht die größte Agentur, aber ich sag mal so, man muss ja auch, wenn man das Geld in die Hand nimmt, ein bisschen Vertrauen schaffen und gucken, ich gebe ihm jetzt eine Stange Geld, mal so gesagt, und ist dieses Unternehmen, diese Agentur überhaupt dazu da zu performen? Also haben sie die Infrastruktur dafür, dass ich jederzeit einen Ansprechpartner habe, dass ich vielleicht sogar Montag bis Freitag jederzeit anrufen kann, wenn was ist, dass ich nicht in der Urlaubszeit keinen Ansprechpartner mehr habe und so weiter. Ein kleines Beispiel bei uns, wir sind jetzt mittlerweile 50 Leute und das kann man ja auch auf der Internetseite sehen. Das heißt, sprich für dich ist das, wenn du jetzt mal von einer Agentur kontaktiert wirst oder selber mal suchst, schau dir auf jeden Fall mal an, wie groß ist das Unternehmen? Also wie groß, wie viele Mitarbeiter sind da, wie viele können wir effektiv helfen? Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, ob du die Ernsthaftigkeit oder die Glaubhaftigkeit einer Agentur in Frage stellen kannst. Folgendes Beispiel: Bei uns gibt es mittlerweile, gibt es glaube ich den Slogan, über 1000 Handwerksunternehmen, 50 Mitarbeiter. Okay, Verhältnis okay. Aber wenn dir jetzt einer kommt mit ja über 1000 Partnerbetriebe und auf der Webseite sind nur 3 Mitarbeiter zu sehen, dann kannst du davon ausgehen, dass das gelogen ist. Und das sind halt so Sachen, die man beachten muss. Passt das inhaltlich? Was die verkaufen wollen und was die darstellen. Also ist da ein Match. Genau.
Ja, und das waren nochmal ein paar Punkte, die auf jeden Fall wichtig sind. Versuch da alles zu beachten. Natürlich gibt es da noch mehr, aber das würde den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen sollten wir... Ja, machen wir hier einen Cut, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Schau dir auf jeden Fall den Rest von unserem Kanal an. Und wenn du gar keine Agenturen vergleichen willst, dann guck einfach auf unserer Homepage vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.